Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir unseren Bruder Ludo getötet. Er war halt nicht mit unseren Idealen überein, deswegen haben wir ihn umgenietet. Und ja, heute wollen wir nach Rosenmeer zurück, weil dort erwartet uns irgendwas. Und was genau uns dort erwartet, erfahren wir gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach vorm Turm. Milord! Allow me to report, Milord! We finally done it! Finally! We finally found him! The chosen hero! The prophesied one has been spotted in a far-flung mountain village! We have to go now! This is the place, sire. The village where the chosen hero is hiding. But we're monsters! We can't just walk in looking like this! We draw their ire instantly! Well, I have just the spell for that. Morph! It will let us change our appearances. Check and mate! Wow! That's so cool! Make me a looker, won't you? You can look as your heart desires. Now, join hands and make a circle. Yes, for these lovely ladies, I'd sacrifice all my pieces. Ah, my mistake, my lord. Oh, sire, aren't you a sight for a sore eye? Ah, please, don't take me off the board. Give me one more chance. Here we go. Morph! Also meinetwegen hätten wir ruhig die hübschen Hasen bleiben können. Will ich ganz kurz anmerken. Mister, Mister, help us please. I've gone and got us lost. The travelers here? You must have had a long trip. Let me show you to the inn. Forgive me for not sweeping, but you can rest your feet and relax at least. Psst! He doesn't suspect a thing! No, and it's a nice inn to boot. Well, I've played all my pieces today. Perhaps I'll turn in. You mean we're free to get some shut-eye? Woohoo! Night-night. Even with all these humans around, I slept like a log. So, how do we capture this chosen hero? Wait, what's that commotion outside? They finally found us! The monsters are coming! They'll be here any minute. Grab a weapon and get ready to fight. Monsters? I don't believe it.
it's Randolfo the Tyrant's eldest! Dolph! Quick, everyone! Hide! Who knows what'll happen if they find us here? I am the Manslayer! We know the so-called hero is here! Bring him to me now! Bring me Solo! Anyone who disobeys dies today! They've made their choice. Fine. Finish them all! Take arms and fight, my people! We must prevail! The Manslayer! I'm right here! Ah, the coward finally appears. Monsters! I will reward whoever brings me this wretch's head on a stake! Stay back, sire! You'll be killed! Lord Manslayer! I got him! The hero has been eliminated! Excellent! You've done well. Rest assured that you'll be rewarded handsomely for this. We're finished here. We leave now! Dolph the Destroyer! I wonder why he was pretending to be you, sire. I couldn't tell you his plan, but at least he had the good grace to off the Chosen One for us. What? The Chosen One was a fake? Then what happened to the real one? I trust you're all in fine fettle. Well, you have seen it now for yourself, have you not? The terrifying nature of humankind. For the sake of their precious comrades, they will sacrifice even their own lives. If those led by the Chosen One are ever allowed to unite, their strength could overwhelm even ours. Now that you have witnessed it, you cannot possibly sit idly by. What will you do? What indeed? Would it be amusing to see Nadiria destroyed? Master! Sire! Wait for us! Well, I too must make my preparations. The Manslayer. Welcome back. I've behaved myself, just like you asked. I promise. What? You want to destroy all humankind? What are you talking about? Wait!
You're going to use the secret of evolution to gain the strength to do this, aren't you? Wait! Please! Somebody must stop him. Somebody, please. Otherwise, the whole world will be destroyed. I beg of you, if you can hear me, you must listen to my plea. Somebody, please, answer me. Time is running out. Also, ich will mal ganz kurz auf die Sequenz gerade eingehen, ne? Also, zuallererst, wir sind nicht der Gute. Also, das war so die Vorgeschichte, meine ich, von Dragon Quest 5 müsste es gewesen sein. Vielleicht auch Dragon Quest 7. Eins von den beiden. Ich hatte das Spiel auf jeden Fall gespielt. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Teil das war. Das, was wir da gesehen haben, ist genau der Anfang, beziehungsweise der Anfang, wo man den Helden spielt von dem Dragon Quest. Das war genau der Held. Und da ist Saho auch kurz nachdem der rausgegangen ist, weggegangen. Nur war er da eigentlich nicht so jugendlich. Da war er schon eher ausgewachsen. Also bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob das dieselbe Zeitlinie ist. Aber im Originalspiel hat der Held, der da stand, ich spoile damit eventuell den einen oder anderen, falls der nicht jedes Dragon Quest gespielt hat, hat dann am Ende Saho, so heißt unser Charakter eigentlich, und dann am Ende umgebracht. Das war aber eine der mächtigsten Kämpfe im gesamten Spiel. Also, ich meine, den Kampf musste ich damals dreimal machen, weil ich beim ersten Mal zu schwach war. Beim zweiten Mal hatte ich ihn dann immer noch unterschätzt. Aber beim dritten Mal konnte ich ihn dann gerade so besiegen. Also der ist schon ultra mächtig. Nur hatte ich damals nicht so wirklich auf dem Schirm mit der Elfin Rosie. Also, wie gesagt, es könnte sein, dass das trotz allem eine andere Zeitlinie ist, aber mit Metzler und so weiter, das stimmt auf jeden Fall so weiter, weil er hat sich auch da Saho der Metzler genannt. Und auch da wollte er die Menschheit vernichten. Ich überlege gerade, zu welchen der drei wir als nächstes gehen. Ich wäre für den Kreis des Zorns. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Zeitlinie komplett übereinstimmt. Wir sind auf keinen Fall der Gute, Leute. Also wir sind definitiv der Böse in dieser Geschichte. Das kann man überhaupt nicht abstreiten. Und ich bin halt wirklich gespannt, wie das weitergeht, ob das der Originalzeitlinie von damals folgt oder ob wir mit unserem Plan tatsächlich durchkommen. Ich bin da mehr als gespannt. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, warum unser Bruder, also unser mächtigster Bruder, sich als uns ausgegeben hat, das verstehe ich nicht. Er hätte doch den Ruhm auch für sich einheimsen können. Fragen über Fragen. Jedenfalls gehen wir jetzt in den Kreis von Nadiria zurück. Alto! Name yourselves, strangers! Where are your manners? It's not very polite to ask someone's name without introducing yourself first, you know. Está bien. Me llamo Fuego. And you must be underlings of the dragon named Ash, see? Ash? I haven't the foggiest who that could be. Hmm. Well, you certainly don't look like locals. Tell me then,
Why are you here? Do my ears deceive me? You've come to challenge the big hitter. Then I must apologize, amigos. Our goals are one and the same. Sorry? I don't quite follow. The big hitter is Senor Ash of the infamous Brimstone Boys. He is sacrificing many monsters as part of some bloodthirsty ritual. I command a group of muchachos dedicated to his downfall. Now, I ask you join us in our struggle. Muy bien. We are united as allies. Even as we speak, Ash performs his ritual in the Sepulchre of Flame, in the cave known as the Zealot's Chamber. Let us meet at the cave. Be prepared, amigos. The fight will be caliente. Nice Abgang, Bro. Einmal durch die Luft schwimmen. Da fordert sich auf jeden Fall schon mal ein neues Monster. Oh, hier läuft auch der Metallschleim rum. Und viele von den Monstern, die hier rumrennen, haben wir auf jeden Fall schon mal so gesehen. Ein paar natürlich auch schon angeworben. Also so viele anwerben müssten wir hier nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nur 9. Den Metallschleim zähle ich nicht mit. Den kriegen wir eh nicht angeworben. Der so viel Abwehr, irgendwie 10 Bosse zusammen. Danke für das Mistding. Mehr ist das, das kann ich nicht gebrauchen. Wir haben hier auf jeden Fall ja viel zum Anwerben. Darunter glaube ich ihn. Sich jetzt aber nochmal gucken. Ja, ihn. Den Schutzschleim bräuchten wir auch. Das ist auch ein neuer. Probieren wir erstmal die Haubergine. Ich glaube, dass die Haubergine noch einen Schlag überleben kann. Die Schutzschleime halten auf jeden Fall nicht viel aus. Ja. Ich taufe dich Schlittmu. Bröckelfällen. Der war jetzt aber nur Level 28, bei dem Gebiet davor waren sie Level 36. Ich glaube, ich habe die falsche Reihenfolge gemacht. Na gut, probieren wir nochmal so einen anzuwerben. Wir wissen ja jetzt, dass der nicht viel aushält. So, dann probieren wir ihn anzuwerben. Ja, 68%. Das war ein guter Prozent. Hau Orangi, weil der aussieht wie eine Orange teilweise. Plagegeist. Auch nette Fähigkeiten. So, wir haben ja gleich zwei Einträge, die wir lesen können, ne? Einmal die 24. Diese Schoffenschleime sind bekannt für ihr einzelnes Auge und ihren Respekt einflößenden Reißzähne. Viele finden es überraschend, dass sie unter der Schale genauso wabbelig sind wie ihre weichen Artverwandten. Also, vor diesen Zähnen hätte ich jetzt nicht so sehr Respekt. Die Haubergine, Idole der Auberginenwelt. In einem verführerischen, frischen Farbton. In der Welt der Auberginenmohren haben diese begehrten Früchtchen beim Finden eines passenden Partners die freie Auswahl. Ich wünsche, das hätte ich auch.
Story of my life. Wir haben ja auf jeden Fall gerade ein Spezialwetter, ne? Ich frage mich, was ein Spezialmonster ist. Ich würde gerne erstmal in der Richtung gucken. Ich dachte erst, was ist das für ein Monster? Da kann ich nicht hoch. Zumindest nicht von hier. Ich kann da generell nicht hoch. Das Wölkchen da habe ich noch nicht. Das weiß ich. Sagte ich, während ich nochmal nachgucke. Ich gebe ihm schon mal das Rauchfleisch. Direkt anwerben. Ich glaube nicht, dass wir hier Probleme mit dem Anwerben bekommen werden. Ich glaube es wirklich nicht. Hits voll, Kolo. Ein Fauchfan. Hierbei handelt es sich um eine heiße Aschewolke aus aktiven Vulkanen, die zum Leben erwacht sind. Nachdem sie eine gewisse Größe erreicht haben, teilen sie sich, wobei beide Hälften vom selben Geist beseelt sind. Okay, manche von den Monstern haben echt interessante Hintergrundgeschichten. Ich denke mal, dass hier alles mehr oder weniger miteinander verbunden ist. Das Ei gönnen wir uns mal. Und nochmal ein Slimet. Nochmal Müll gefunden. Das Ding da habe ich safe nicht. Ein Ewig-Ruh. Das Zischel hat mehr weh getan als erwartet. Ich glaube übrigens nicht, dass ich jetzt unbedingt Schwäche umbrauche. Hey, never mind, ich bin überredet. Können die so überhaupt anwerben? Nein. Hat aber trotzdem funktioniert. Lächerlich, ne? Dass 26 ausgereicht haben, aber die anderen Prozente funktionierten nicht. Skullradu. Ein Adrenalin-Junkie. Bekloppte Beuteltiere, die menschliche Schädel sammeln und ihre Lieblingsexemplar immer mit sich herumtragen. Ich find's schön, dass der Eintrag einfach schon sagt, dass das Vieh bekloppt ist. Das finde ich gut. Die Biester hier hauen teilweise sogar von mir ab, weil ich zu stark bin. Die Schutzschleime brauche ich jetzt nicht bedingt. Hier ist ein Ewig-Ruh. Da ist was Schönes. Aber da komme ich gerade nicht dran. Eine Oase innerhalb dieser Hitze. Drachenschleime? Flederschleime. Schleime gehören zu den schwächsten Monstern.
Ja, mit Abstand. Ich habe die sogar überschätzt. So, der hat jetzt eigentlich gerade eben gar nichts ausgehalten, deswegen mache ich keine Schwächung auf dem. Hat ja auch voll gereicht. Fletchill. Ein Flachatmer. So, der wird jetzt unser letzter Eintrag für heute. Diese orangefarbenen Schleime finden Drachen so fantastisch, dass sie ihre eigenen Körper verformt haben, um ihren Idolen näher zu sein. Sie sehen sich danach, eines Tages vollwertige Drachen zu werden. Eines Tages, mein Kleider. Eines Tages schaffst du es. Ich glaube an dich. Ja, fürs nächste Mal fehlen ja nicht mehr so viele. Also nur so 4 ungefähr. Einer von definitiv der Gigant der hiesigen Gegend. Heißt eigentlich, dem 5. der hier noch fehlt. Einer von den beiden, die wir noch nicht gesehen haben. Einfach nur mal ganz kurz ansprechen und fertig. Ja. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.